Ja, herzlich willkommen zu unserer Serie Erfahrung mit der geistigen Welt und ich freue mich wirklich von Herzen heute hier die Sandra Weber begrüßen zu dürfen. Sandra ist Autorin, Bewusstseinstrainerin und hat 2008 die teki Methode entwickelt, ähm, wo sie selber sagt, es ist gar keine Methode, sondern es ist etwas, was aus uns selbst heraus sowieso entsteht und jeder in sich diese Kraft hat und diese Lehre vermittelt in ihrem ja in ihrer Akademie. Sandra, herzlich willkommen. Ich freue mich ganz doll. Ich danke dir auch ganz herzlich, Christiane, für die Einladung. Hallo, ihr zu Hause alle. Und ja, das beginnt schon so herzlich im Vorgespräch und alles. Ich freue mich, was wir heute erschaffen. Ja, ich bin auch ganz gespannt, was wir für ein Feld öffnen oder bereits ja schon eröffnet haben und wie sich das jetzt füllen mag. Mich interessiert natürlich ganz, ganz brennend, wie deine eigene Geschichte ist, wie du, ähm, ja, du hast, du hast erzählt auf den Interviews und äh, auch, was ich von dir gelesen habe, dass die Teki-Methode aus deiner eigenen Erfahrung heraus entstanden ist. Das heißt, du hast es erfahren und dieses Wissen gesammelt und dadurch, ja, dieses, äh, diese Seminare entwickelt, die du äh, mit ganz vielen Menschen teils und das weitergibst dein Wissen und natürlich interessiert es mich brennend wie deine Geschichte da ist und wie du ja wie sich dieser Weg gebahnt hat in deinem Leben. Ja, also die Geschichte, die ist so m, multidimensional, dass ich sie jetzt auf fünf verschiedene oder 15 <laughs> verschiedene Arten erzählen könnte. Ich denke mir gerade, wir bleiben jetzt auf dieser Hauptstraße Erfahrung mit der geistigen Welt, oder wie mhm. das Format heißt. Und ähm, dann lasse ich vieles andere jetzt weg und bleibe auf dieser Hauptstraße, dass wir uns ja nicht verzetteln. Und ja, sicherlich denken viele Menschen, die Sandra, die war schon immer spirituell, die war schon immer hellsichtig und so weiter. Ja, als Kind war das so. Und ich bin aber überzeugt, dass das bei den meisten Kindern so ist. Weil. Ich sehe es an meinen eigenen Kindern, ich sehe es an anderen Kindern, was die wahrnehmen, was die von sich geben. Es ist nur so, dass, wenn so etwas nicht wirklich berücksichtigt wird von den Erwachsenen, weil die vielleicht Angst davor haben, es selber überhaupt nicht mehr wahrnehmen können, das sogar für Humbug halten oder Angst haben, dass, wenn das Kind solche Dinge erzählt, vielleicht andere Leute darauf komisch reagieren oder wie auch immer. Ja, also da gibt es viele Gründe dann deckeln sie das eher zu also da reichen kleinigkeiten wie ach jetzt fantasierst du wieder quatsch es gibt sowas nicht und so weiter und dann kommt das kind eben immer mehr in die äh, sichtbare welt ja nimmt nur mhm. das wahr was jetzt in der materie sichtbar ist und das andere wird immer mehr zurückgedrängt das ist aber damit ja nicht weg es wird nur einfach nicht mehr wahrgenommen was ja schon zeigt wie sehr wir menschen schöpfer sind wie sehr eine Entscheidung von uns, okay, die Mama oder der Papa hat jetzt recht, dann gibt es das nicht, ähm, einen Weg bahnt, dass man das wirklich vielleicht jahrelang oder sogar ein ganzes Leben lang nicht mehr wahrnimmt. Mhm. Und sobald wir wieder entscheiden, ich möchte das jetzt aber wieder, ich lege das wieder frei, geht der Weg schon wieder andersrum. Und so ungefähr war es eben bei mir auch, wobei ich auch der Sache vielleicht ein bisschen so dieses Huhu nehmen will. Ähm, ich, ich, ähm, ich merke, dass die Menschen oft, wenn sie von der geistigen Welt sprechen oder an die geistige Welt denken oder darüber was erfahren wollen, ähm, gleich so an die Engel und die aufgestiegenen Meister und so weiter denken. Für mich ist alles geistig. Jeder Mensch ist geistig, jede Pflanze, alles, alles, was wir in der Materie wahrnehmen können, ist ja erstmal geistig, hat einen geistigen Ursprung und hat immer noch ein geistiges Feld, ist eigentlich nur ein Informationsmuster an Teilchen, die sich jetzt verdichtet haben und sichtbar greifbar werden. Aber dahinter ist immer das Geistige. Und so geht es bei mir, wenn wir von der geistigen Welt sprechen, nicht um nur um, um das Unsichtbare, das wir dann mit dem dritten Auge wahrnehmen, sondern eben auch um das Alltägliche, um das scheinbar Profane, weil in allem ja etwas Geistiges ist, weil alles geistig ist. Mhm. Und so war ich als Kind. Also ich habe jetzt nicht ständig mit irgendwelchen Engeln und Meistern kommuniziert, so war ich auch nicht, sondern ich habe einfach wahrgenommen. Ich, hab, ich, hab, ich war in lebendigem Austausch mit der geistigen Welt. Wenn ich mich an einen Baum angelehnt habe, dann hat der mir vielleicht was erzählt. Und wenn ich eine Blume gepflückt habe, dann hat die vielleicht mir was erzählt <laughs> oder gesagt, dass sie das nicht mag, dass ich sie nicht pflücken soll. Und wenn ich ein Tier gestreichelt habe, habe ich da vielleicht eine Info bekommen. Und ähm, wenn Menschen gelogen haben, dann habe ich ge gehört, was sie wirklich gesagt haben. Ja was wirklich die Wahrheit ist. Und so mh, wird ja alles viel lebendiger und viel wahrhaftiger und viel authentischer. Und es ist jammer schade, dass wir eigentlich größtenteils noch so aufgewachsen sind und viele Kinder auch heute noch so aufwachsen, dass das abtrainiert wird. Mhm. Und so ist es aber auch bei mir geschehen. Also, irgendwann habe ich wohl gemerkt, ich kann mich da auch gar nicht mehr so genau dran erinnern, dass das nicht Mainstream ist, <laughs> dass mhm. da auch keiner drüber redet und dass ich vielleicht auch, keine Ahnung, damit ein bisschen alleine bin oder ein bisschen komisch bin oder mhm. wie auch immer. Also, das war jetzt nicht auffällig, aber ich habe wohl an irgendeinem Punkt entschieden, dass es einfacher ist. Die andere Schiene zu bedienen. Und ich glaube sogar, dass es an einem gewissen Punkt auch wichtig ist für manche Menschen oder für manche Kinder, ähm, in die andere Welt einzutauchen. Also dieses reine 3D, sage ich mal, um wirklich ähm, diese Erfahrung auch zu machen, wirklich zu wissen: Boah, wie, wie hart, wie dumpf, wie begrenzt kann es eigentlich sein und was ist es für ein Segen? Wenn ich das andere hinzunehme, wenn ich mich wieder öffne für das andere, ja. Und so war mein Weg dann auch erstmal durch die Jugend voll 3D. Ich war zwar immer sensibel und habe vielleicht manches wahrgenommen, was andere nicht wahrnehmen oder so, aber das war überhaupt nicht relevant für meinen Lebensalltag. Mhm. Als ich 13 war, ist meine Oma gestorben. Und da sind dann ein paar spooky Dinge passiert. Ich hatte ihren Plattenspieler geerbt, der sich dann selbstständig gemacht hat und so. Also, das war dann eher noch so die Erfahrung, die man gar nicht haben will. Ähm, da hatte ich Angst. Das hat mir Angst gemacht. Und dann habe ich mich da ganz verschlossen. Also, bevor ich Angst habe, bevor ich da irgendwelche in Anführungszeichen Toten oder Geister wahrnehme, will ich gar nichts mehr wahrnehmen. Und so war das dann auch länger so. Und irgendwann habe ich gemerkt, so geht es nicht weiter. Also, meine eigenen Lebensthemen haben mich derart herausgefordert: ähm, körperliche Krankheiten, Beziehungsprobleme, alles Mögliche, ähm, dass ich einfach gemerkt habe: okay, also das Mainstream, für das ich mich entschieden habe, inklusive Schulmedizin und so, kann mir nicht helfen. Was gibt es denn sonst noch so? Mhm. Und. Wir lesen das ja immer wieder, wenn der Mensch so ganz am Boden ist, dann ähm, denkt er wieder an Gott, dann beginnt er wieder zu beten, oder? Mhm. Das hört sich so ein bisschen egoistisch an, aber vielleicht darf man sich das auch an der einen oder anderen Stelle des Lebens eingestehen, ja? Dass es eben eine Weile so war. Und dann habe ich wieder begonnen, mit Gott zu reden. Für mich war Gott nie der der religiöse Gott, der uns da so vorgeht. Äh, setzt wird, sondern ich hatte immer meine ganz eigene freundschaftliche schöne Beziehung mit mit Gott und dann ist das so langsam wieder aufgelebt. Also dann habe ich da so langsam wieder reingefunden, habe an mir selber immer mehr gearbeitet, habe mich mit spirituellen Büchern, mit spirituellen Methoden beschäftigt. Und an mir selbst sozusagen ausprobiert, was funktioniert und was nicht. Ich hatte wirklich ein großes Aufgabengebiet <laughs> an mir selbst, was es alles <laughs> zu lösen gibt. Und konnte so natürlich auch gut testen. So funktioniert es, so funktioniert es auf gar keinen Fall. Das dauert zu lange, das ist zu kompliziert, das will ich einfacher haben. Das kann nicht sein, dass es nur für hochintelligente Menschen immer funktioniert und die anderen würden es gar nicht kapieren. Es kann nicht sein, dass es überhaupt über den Intellekt läuft. Es muss aus unserer natürlichen Energie, aus unserer Schöpferkraft herauskommen, so wie Kinder es ja tun. Aber sie wissen noch nicht, was sie tun. Mhm. Mhm. Ja. Und wenn wir das eben mit dem erwachsenen Bewusstsein wieder herauskramen können, dann sind wir wirklich in einer guten Position, es auch weiter zu erhalten. Mhm. Da gab es so ein paar Schlüsselerlebnisse tatsächlich mit äh, dieser geistigen Welt, an die viele Menschen denken. Also ich, ich war in so einer äh, Situation, wo ich dem Tod ins Auge geblickt habe und ähm, für mich ein eindeutiges inneres Bild von einem riesigen Engel, der mich da gerettet hat. Dann hatte ich eine Engelerscheinung nachts, die mir Botschaften geschickt hat. Und es war wirklich auch so, also ich bin, ich bin immer schon so ein Mensch gewesen, der gerne auch wissenschaftlich denkt. Also ich bin niemand, der so oh, lilla, blau Regenbogen, Einhorn davon <laughs> schwebt, sondern ich bin wirklich, ich brauche das, dass ich hier auch das irgendwie auf die Welt bringen kann und sagen kann, okay, das kann ich irgendwie erklären, verstehen oder wie auch immer. Ja. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren, was ich sagen wollte. Ähm, dass du real mit der geistigen, also geistige Welt im Sinne von so wie sich Mainstream vorstellt, die Engelerscheinung und die ähm, ne, geistigen Wesen, die, dass der dir nachts erschienen ist und dir Botschaften ähm, vermisst. Genau, danke. <laughs> und diese Erscheinung der Nachts, die war das war ein Licht. In meinem Zimmer, das dann immer mehr auch diese körperliche Erscheinung angenommen hat. Aber ich, ich konnte das nicht fassen. Ich habe dann geguckt, was spiegelt sich da, wo kommt Licht rein in meinem Zimmer, wo kommt das her? Steht da eine Flasche und da kommt irgendwie das Mondlicht oder wie auch immer. Aber da war nichts. Und dieser, dieses kleine Wesen hat gekichert und, <laughs> und sich so lange gezeigt und mit mir kommuniziert, bis ich es dann geglaubt habe, ja, und die Botschaften auch angenommen habe hm. und so habe ich mich wieder geöffnet für all das, was da noch im Angebot steht und weißt du, für mich ist es so wie ich habe ein Riesen Buffet an Möglichkeiten, an Wahrnehmungsmöglichkeiten und ich habe bisher nur den Griesbrei vor mir gesehen. Mhm. Ich habe jahrelang nur Griesbrei gegessen. War <laughs> vielleicht auch recht zufrieden mit dem Griesbrei. Vielleicht gab es mal eine Apfelmus dazu, <laughs> aber ich habe eh immer nur das gesehen. Und auf einmal öffnet sich ein riesiges Buffet. Mhm. Ja? Und es ist so eine Bereicherung. Also, ich würde nicht mehr darauf verzichten wollen. Und ich mhm. möchte jeden Menschen einfach wünschen, dass er diese Welt auch für sich erschließen kann. Es ist ja alles mhm. in uns. Mhm. Oh, du hast das wunderschön erklärt. So schön. <laughs> Echt, vielen Dank. Das ist toll. Ja, ich Danke. weißt du, ähm, wo du das so erzählst, mir kommt auch noch mal die Kinder, die das mitbringen, die offen sind. Ja, und dann auch noch mal so hinter den Vorhang des Vergessens fallen aus verschiedensten Gründen. Vielleicht familiär bei dir es eher ähm, in der Pubertät, das ist, war nicht vielleicht angesagt oder man war eher ein Uncool. Uncool, dass das Und sich selbst, ja, da, da auch noch in die Gemeinschaft wollen, dazugehören zu wollen und das dann das eigene Potenzial dann wegdrücken. Ähm, erlebst du das auch so, dass dieser, äh, dieser, weißt du, dieser Massenbewusstseinsraum als Informationsfeld ja auch noch diese Energie in sich trägt, der alten Realität, also dieses ne, materialistischen, diese, diese 3D sozusagen und ähm, jetzt so diese einzelnen, Öffnungen, diese Tore, die jetzt die, die geistige Welt hier mit reinbringt, ja, dass das wie, ja, dass es auch erstmal Mut und Kraft braucht, das zu öffnen, weil ja im Gegenpol dieses große, ja, diese große alte Realität noch da ist und da ja auch ganz viel Bewertung drin liegt, ja, dass die, die Bewertung, ne, die, uncool im Jugendalter oder was bist du denn für ein komischer Vogel, was und was glaubst du denn? Das ist, sieht man ja gar nicht und ja, also auch hier ja, Ängste dann da sind natürlich. Von von der anderen Seite erlebst du das auch, so auch in deiner Arbeit? Also dass diese alte Realität noch sehr viel Kraft hat, wo ähm, dass man das bewusst ist sozusagen, weißt du? Also dass die Menschen wenn damit selbst arbeiten. sind Sie oder wenn ich mit anderen Menschen? Ja, nee, auch habe. mit anderen. Das das mit mhm. anderen, was deine Erfahrung da jetzt ist. Mhm. Natürlich ist das Kollektiv ähm, auf allen Ebenen stark, ja, logisch. Da sind ganz viele Menschen eingeklinkt. Aber letztlich ist es wieder nur eine Ahnung von Menschen, die eingeklinkt sind, die sich mhm. auch woanders einklinken können. Mhm. Und das ist ja das, was diese Zeit des Wandels, also ich spreche ja immer vom Aufstiegsprozess, du wahrscheinlich auch, ähm, auch mit sich bringt, ja, dass wir jetzt wirklich auf allen möglichen Ebenen auch aktiviert werden, auch ähm, in höhere Schwingungen zu gehen und an uns zu arbeiten, alles loszulassen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die uns ständig geschenkt werden. Denken wir an die letzten drei Jahre, an diese etwas seltsame Zeit, sage ich mal, ähm, wo vieles nicht erlaubt war. Das hat ja bei den Menschen was ausgelöst. Also du du hast zum Beispiel Ängste bekommen, eingesperrt zu werden, Ängste bekommen äh, krank zu werden. Ängste bekommen äh, medizinisch missbraucht zu werden. Ängste bekommen von anderen getrennt zu werden. Ängste bekommen jemanden zu verlieren. Und diese Ängste, das sind ja immer nur Spiegel für unsere inneren Ängste. Ja, mhm. Die können ja gar nicht auftreten in dem Moment, wenn du innerlich kein Knöpfchen mehr hast, das gedrückt werden kann. Mhm. Wenn du innerlich schon voll in deiner Kraft bist und erlöst von alten Themen, dann findest du das vielleicht auch schade oder würdest dir einen anderen Weg wünschen oder auch einen anderen Weg sehen. Aber ähm, das innere Glück bleibt bestehen. Es geht nicht so tief, dass du da in eine furchtbare Angstschleife eintrittst. ja? Mhm. Und die Einladung dieser Zeit war ja einfach zu sagen, okay, da habe ich was in mir, da konnte jetzt jemand einfach mit Nachrichten oder sonst was Knöpfchen bei mir drücken und ich sitze bibbernd da und habe Panik. Ähm, das löse ich mal. Mhm. Diesem Monster schaue ich mal ins Gesicht, das hole ich mal aus meinem Keller und erlöse es. Ja, weil es sind ja immer nur meiner Wahrnehmung nach irgendwelche Erfahrungen, auf die unser Energiesystem zurückgreift, die noch nicht erlöst sind, die unser System blockieren. Erfahrungen aus unserer Kindheit, aus unserer Jugend, ähm, aus anderen Inkarnationen oder eben auch aus der Ahnenlinie, die uns da irgendwo blockiert haben bisher. Und es ist ein Geschenk so meine Sicht drauf, wenn wir darauf hingewiesen werden, ups, schau mal, da hat jemand ein Knöpfchen bei dir gedrückt, da gibt es noch ein Knöpfchen zu drücken, geh der Sache mal auf den Grund, löse das aus, auf und niemand kann mehr dieses Knöpfchen mhm. bei dir drücken. Und dann bist du frei. Und viele Menschen haben das jetzt in den letzten Jahren verstanden und gemacht immer mehr und die sind immer freier. Und mhm. je freier wir werden, umso mehr bedienen wir auch die höheren Ebenen. Das jetzt, um diese Frage wieder zu beantworten, lang ausgeholt. <laughs> <Alles klar. lacht> Dieser, ähm, dieses 3D-Feld, das bedienen wir ja auch nur, solange wir nur im Außen. Ähm, nach Gründen suchen oder die Ursachen außen sehen, ja? Also du bist schuld, warum es mir jetzt schlecht geht, wegen dir oder wegen deiner Krankheit oder weil du das nicht machst, bin ich jetzt eingesperrt oder was auch immer, ja? Okay. Und das ist eben eine sehr sehr eingeschränkte Sichtweise und je mehr wir da innerlich an uns arbeiten, umso mehr öffnet sich das. Das ist wie so eine Blüte, die immer noch weiter aufgeht, und dann können wir uns auch in immer höhere Ebenen einklinken und die anderen Ebenen dann auch überblicken, mhm. wie so eine Stufe höher und du siehst runter und erkennst: Ach so, da bin ich die ganze Zeit drin gesteckt und da stecken jetzt noch viele. Mhm. Vielleicht kann ich denen auch noch helfen, da rauszukommen. Mhm. Ich kriege gerade so ein Bild, wo du das erzählst, so dieses. Äh... Fokus nach außen, so diese Anker werfen im Außen in der Materie, ja. Und je mehr Anker im Außen sind, desto ja mehr bin ich auch Marionette von diesen Ankern im Außen. Ja. Und was du jetzt beschreibst, dieser, ja, Fokus nach innen richten, wirklich die Anker außen lösen, Fokus nach innen und dadurch so seine eigene, ja, sein eigenes Feld ja auch öffnen, ne? Die, die Eigenermächtigung genau. und diese Authentizität ja total schön. Und dann Vertrauen finden, ja, das ist ja auch, ich glaube, das ist auch, oder ein ganz wichtiger Aspekt, ne, dieses, ähm, Eigenen inneren Stimme ja auch vertrauen. Ich meine, im Außen es ist es so laut in der Materie, ja, also das ist so laut und, und die Wahrnehmung switcht ganz schnell auch wieder gerne nach außen und die Erinnerung daran, okay, innen drin ist es, auch wenn es da leise ist, aber da ist so viel Essenz, ja, das ist so, da ist die, die Geburtsstätte. So von unserem. Ja, und auch das ist irgendwann nicht mehr leiser. Also bei mir ist es überhaupt nicht leiser. Ich höre das außen <laughs> überhaupt nicht, wenn meine innere Stimme brüllt. <lacht> also, <lacht> ähm, ja. Das ist auch nur ein Prozess, ein Übergang. Das, ja, ja. Dass man am Anfang wirklich sagen muss, halt, ich blende das aus. Ich frage hm. jetzt nicht zehn Freundinnen, zwei Ärzte und noch jemanden um Rat. <laughs> und mhm. bin danach noch verwirrter, weil ich habe ja alle in mein Feld eingeladen. Mhm. Mit ihren Meinungen, mit ihren Energien, mit ihren mhm. Erfahrungen, aufgrund deren mhm. Sie ja diese Antwort geben. Ja? Und wenn ich das erstmal weglasse und sage, ich, ich gehe erstmal nach Ihnen. Ich schaue erst mal, was kommt da für eine Antwort. Variante A, wie fühlt sich das an in meinem Herzen? Variante B, wie fühlt sich das an in meinem Herzen? Mhm. Macht es auf, ist es ein Ja? Macht es zu, fühlt sich's eng an, wie wenn ein Stein drauf liegen würde? Ist es ein klares Nein? Ja. Mhm. Also wir können relativ einfach unsere Entscheidungen. Ähm, mit unserer Seele abgleichen. Unsere Seele kennt unseren Seelenplan, kennt unsere Aufgaben hier, kennt unsere, unser Potenzial auch, was wir mitgebracht haben. Schaffen mhm. wir das jetzt überhaupt? Haben wir alles dabei, was wir brauchen, um diesen Weg jetzt zu gehen, der sich mhm. hier so gut anfühlt? Ja? Mhm. Ähm, wenn ich so rum erstmal nachfrage oder nachschaue, dann bin ich in einer ganz anderen Position. Und wenn ich das schon für mich gespürt habe, dann kann mir hin zum Kunst erzählen, was er will. Das kommt nicht mehr bei mir an. Mm -hmm. Ganz interessanter Aspekt. Weil Unsicherheit treibt einen ja automatisch dazu, außen zu fragen, was meinst du dazu? Was meinst ja. du dazu, ja? Und das Drehen auch wieder, wie du sagst, Unsicherheit. Und jetzt erst recht nach innen schauen, erst recht den eigenen Raum öffnen, und erst recht innerlich abfragen, ja, um die Sicherheit da zu finden. Das ist dieses dieser Shift ja auch, das ist ja dieses 5D- Ne, dieses nach innen, ja, interessant. Auch interessant, noch mal sich bewusst zu machen, wie viel Automatismen greifen in diesem Shift. Ja, was, was für Werkzeuge genutzt werden, um innerlich eine Basis zu bekommen, um irgendwie eine Sicherheit sich zu erarbeiten. So ganz spannend, ja. Das ist natürlich komplex, ja. Also, ähm, das Thema Urvertrauen schon alleine, mhm. ja, da kann man ja schon alleine ja. Äh, x Sendungen drüber machen. Wie komme ich wieder in mein Urvertrauen rein? Hat ja viel mit dem ersten Lebensjahr, mit dem ersten Chakra zu tun, wo die Basis gebildet wird, überhaupt hier sein zu dürfen, überhaupt dem Leben zu vertrauen, aber das können wir alles relativ einfach und schnell tun. Selbst wenn das erste Lebensjahr nicht ideal lief, können wir jetzt den Film neu drehen, können wir Traum transformieren und da in diese Basis finden und natürlich ist das wieder die Basis, um überhaupt meiner inneren Stimme zu vertrauen. Mhm. Das ist das, das, was würdest du antworten? Ich kriege oft gefragt, ja, das, das ist ja alles schön und gut mit der geistigen Welt und dass ich die nutzen kann und die Informationen bekomme. Ja, aber ich bekomme ja keine, ich nehme die nicht wahr und ich, ich, ich bin nicht angebunden. Auf was soll ich denn jetzt vertrauen? Ja wo, wo ist das Vertrauen? Wo kriege ich denn das her, wenn ich selber keine Informationen bekomme? Ne? Mhm. Dieses Dilemma von ich nehme nichts wahr und ich spüre es auch nicht und ihr könnt mir alle sagen, dass wir vertrauen können der geistigen Welt, aber ich für mich fühle ich es nicht. Ja, die, die, also, egal. was ich zum Beispiel meinen Seminarteilnehmern immer rate, ich habe dazu übrigens auch einen sehr ausführlichen Podcast gemacht zu den Hellsinnen. Mhm. Es gibt eben diese vier Hellsinne: hell sehen, hell fühlen, hell wissen und hell hören. Und manche, die warten nur auf innere Bilder. Mhm. Oder meinen, da spricht dann eine Stimme hörbar in ihr Ohr hinein oder so. Und erstmal wirklich zu verstehen, wie kommuniziert denn die geistige Welt mit mir? Was mhm. ist denn das? Sind es vielleicht auch manchmal einfach Impulse? Ich meine, man hört ja auch immer wieder die Geschichten, mir ist dann genau in dem Moment, als ich am Regal vorbeigelaufen bin, dieses Buch rausgefallen vor die Füße oder so. Mhm. Das ist ja auch Kommunikation durch die geistige Welt. Und also, erstmal diese Sinne verstehen, diese Möglichkeiten verstehen, womit die geistige Welt mit uns kommuniziert, in jeder Sekunde. Nicht nur, wenn wir gerade die Frage gestellt haben oder wenn wir gerade jetzt um da sitzen und auf die Antwort warten. Gerade dann kommt es manchmal vielleicht sogar nicht, weil wir so einen Tunnelblick dann haben. Aber vielleicht stehen wir fünf Minuten später in der Küche, schälen eine Kartoffel und dann kommt was rein. Mhm. Ja? Oder unter der Dusche oder beim Spaziergang oder sonst wie und einfach immer so online zu sagen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nicht nur in diesen Meditationen drauf zu warten und dann wieder im 3D-Alltag zu sein, alle um Rat zu fragen, die Nachrichten anschauen, den Tatort anschauen und sagen, ich bin nicht angebunden. Mhm. Es ist natürlich Eigenverantwortung für das eigene Energiesystem auch. Wie viel lasse ich denn rein? Mhm. Weil jetzt gerade zum Beispiel auch diese Beispiele, die ich gerade spontan gesagt habe, die Nachrichten und dann noch den Tatort. Unser Energiesystem ist ja für sowas gar nicht gemacht. Ja? Weil wenn wir etwas anschauen, kann unser Unterbewusstsein in dem Moment nicht äh, unterscheiden, ob das gerade tatsächlich stattfindet oder nicht. Mhm. Es schüttet Adrenalin aus, wenn da jemand gerade gejagt wird im Film oder wenn es super spannend ist und die Musik noch tü tül, dazukommt, <laughs> ja, und unsere Nerven angespannt sind. Und, und wir bauen uns energetisch einen Schutzmechanismus mhm. hin. Ja, also wir, wir haben Möglichkeiten, uns auszudehnen oder uns zusammenzuziehen, uns zu schützen. Und in, wenn wir eben stark zusammengezogen und geschützt sind, dann können wir nicht fünf Minuten später im Bett liegen und meinen, jetzt sind alle Engel ähm, hörbar und <laughs> jetzt äh, empfange ich alle Antworten, die ich je hören wollte. Also. Mhm. Ein bisschen vielleicht Vorbereitung, ein bisschen achtsam sein mit sich selber auch ähm, und zu sagen, hey, ich kenne mich so gut, dass ich einfach weiß, das destabilisiert mich und dann kann ich danach nicht so offen sein. Das kriegt man mit der Zeit auch raus. Ja. Also ich tue das gar nicht bewusst, sondern ich merke einfach, das tut mir nicht gut, also lasse ich es. Mhm. Mhm. Also so es ist auch nicht anders sein, oder? Nein, <laughs> das ist auch. Ja, es ist, es ist dieses ähm, Empfangssaal öffnen. Also es, ne, es ist ja ein, in ja. seinem eigenen Feld eröffnet man den Empfangssaal, wo dann Informationen einströmen. Ich finde das auch so schön, was du gerade nochmal gesagt hast. Im Alltagsbewusstsein, Online sein. Ja, also wir brauchen gar nicht. Separate Räume uns, ähm, also, wenn es dienlich ist, natürlich, ja, das ist, es gibt ja. für mich keinen, so muss es oder so muss es nicht. Also, wenn es für einen selber dienlich ist, dann natürlich. Aber im Alltag dieses, ähm, ja, das Leben, im Leben eintauchen, das ist eigentlich ins Leben eintauchen, um das mit dem Leben da in Kontakt zu sein, dieses spürig, ne, was, wo ist, wo ist dieser Kontakt, der ja ständig da ist, wie du sagst? Es ist ja in jedem Jetzt, es ist ja da, dass mit uns kommuniziert wird. Ne? Und dieses, ja, sich aufmachen und da ähm, üben, finde ich auch total schön nochmal die Differenzierung, wo jeder seine Potenziale hat äh, im, im Empfang, wo die eigenen Antennen so sind. Ja, ja total und schön. Sich dann Eben auch wirklich beobachten, habe ich vielleicht ja auch Angst, sabotiere mhm. ich mich selber? Mhm. Also will ich auf der einen Seite die Antwort haben, aber wenn jetzt die Antwort so ausfällt, dann will ich sie lieber nicht hören. Mhm. Das, da, da, das ist spannend, weil den Gedanken hatte ich gerade auch, bevor du es ausgesprochen hast. Dieses ja, Was, ja, wirklich, hab ich, ich wollte dich fragen, wie, wie siehst du das mit dem, diese, es hat ja eine Konsequenz, wenn ich Informationen bekomme. Ja, es hat ja, es folgt ja daraus etwas. Das heißt, wenn ich eine Information bekomme und ich für mich sorge, dann gilt es, einen Schritt zu tun, in die Handlung zu kommen, weil darum geht es geht's ja auch. Wir wollen ja das geistige Feld in die Materie bringen, wir wollen ja die Materie verändern durch uns. Ja, das heißt, mhm. es ist eine Folge aus der Information für uns als Menschen, weil wir es in die Materie bringen. So, das weil kann natürlich das auch steuern dürfen. Ja, ne? ja alles gut, <laughs> genau. Und, ähm, ich finde, das darf man sich einfach auch bewusst machen. Möchte ich diese Information überhaupt? Oder habe ich gerade selber einen Widerstand und projiziere auf, ja, ich empfange ja gar nichts, ich bin gar nicht, äh, ich, ich, ich bin nicht verbunden mit der geistigen Welt. Ne? Das ist ja auch nochmal, wo man unterscheiden darf. Oder die Frage, genau. wo ist da meine Angst? Ja, wo darf ich da für mich sorgen? Welche Bedürfnisse habe ich? Oder wo darf ich mich um mich kümmern, damit ich diese Angst wieder in den Arm nehme und dass ich mich öffnen darf dann? Ja, wo wieder Schritte gehen darf um mich auch selbst aus dieser, aus dieser Sackgasse hole ne? und dann wieder die geistige Welt empfangen im Empfangssaal, weil sie ja mit uns ist sie ist ja immer für uns, ja das ja. ist ja das das ist ja dieses Wundervolle dieses, wo das Vertrauen das wächst ganze <laughs> ja. das, das ganze, ganze Leben. Leben wir sind Leben, wir sind Liebe und was sollte da nicht für uns sein das ganze Leben, jede ja. Information alles ist für uns und Nichts drängt uns auch, ja. Also wenn ich jetzt die geistige Welt frage, soll ich diese Veränderung machen oder nicht? Und da kommt ja, dann steuere doch ich als Schöpferwesen immer noch selbst, wie tue ich's und wann tue ich's und gibt es vielleicht doch noch einen Plan B. Äh, ich will es nicht so recht gerade. Und dann erschaffe ich ja schon wieder neue Wege. Ja, nichts ist hm. fest und vorgeschrieben. Hm. Und ähm, ja, ich finde es ganz wichtig, dass wir, dass wir da auch ganz ehrlich sind und dass wir auch Tools haben, um dann wieder nach innen zu schauen, warum blockiere ich die Antwort? Warum habe ich Angst davor? Ja, ist da vielleicht schon mal eine Antwort gekommen, die mir nicht gefallen hat? Habe ich deswegen Angst davor? Oder wurde ich vielleicht in einem anderen Leben schon mal, keine Ahnung, als Hexe verbrannt? Das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber habe ich schon oft erlebt, dass das die Blockade war von Menschen? dass die gesagt haben, hey damals habe ich das gelebt und es ging tödlich aus, mhm, ähm, das darf ich dieses Mal gar nicht mehr rauslassen. Ja, Zu, zumachen. Und dann, mhm. manche sind durch die Taufe, durch diese Kreuzzeichen, die da auf die Chakren gemacht wurden, auch blockiert. Das lösen mhm. wir im TK1-Seminar, solche Dinge zum Beispiel auf. Das ist wichtig, dass man auch an solche Begrenzungen natürlich denkt. Aber nichts ist mächtiger als unsere eigene Entscheidung, als wir selbst. Ja. Was ich immer wieder auch erlebe, ist, dass Menschen sich klein machen. Also es gibt immer wieder Menschen, die, die in Tränen ausbrechen und eine ganz tiefgreifende Gotteserfahrung haben, vielleicht gerade mit Jesus kommuniziert haben oder was auch immer, ganz tiefgreifende Erfahrungen und danach. Stehen sie da und weinen und sagen, das kann nicht sein, das muss ich mir eingebildet haben. Warum sollte mit mir Jesus mhm. kommunizieren? Mhm. Ja. Oder sonst wer. Mhm. Und sie reden sich selber wieder aus, weil, weil sie Angst haben, dass sie sich sonst irgendwie selber erhöhen. Mhm. Aber ja, da lese ich immer ja. dieses Zitat von Marianne Williamson vor. Es ist unser Licht, nicht die Dunkelheit, was uns am meisten Angst macht. Ja, ja. ja. Ich muss, ich muss gerade so schmunzeln, weil du, ich muss die Frage gar nicht stellen. Du redest einfach schon das, was ich dich fragen wollte. Ja, das ist es ja. Ja, genau. Ich, ich wollte einfach, ich wollte auch noch diese Betonung wirklich reinsetzen, aber du hast es jetzt auch schon gesagt, dieses. Hey, wir sind auf Augenhöhe mit allen Licht und Geistwesen, okay. ja. Wir sind auf Augenhöhe, wir sind miteinander Hand in Hand. Und das okay. ähm, dürfen wir für uns auch wirklich integrieren, dass es so ist. Ne? Dieses ja. ähm, nur weil wir Menschen die Abtrennungserfahrung erschaffen haben, ist es nicht so, dass wir minderwertig sind oder in Schuld gefallen sind oder sonst irgendwas, ja. Dieses, diese Illusion jetzt auch auflösen und wirklich wieder uns auf Augenhöhe erkennen, dass das auch wahrhaftig ist ne, in, in dieser ja. schöpferkraft ja ganz schön ja wir sind unendlich geliebt hm. von von allem was ist ja und wir sind die einzigen die das manchmal nicht verstehen oder nicht erkennen <laughs> oder ja wie gesagt uns da klein machen uns hm. da rausnehmen und dieses auf augenhöhe ist wirklich ganz wichtig und wenn man das nicht kann wenn man merkt ich Stelle andere, egal ob andere Menschen oder die geistige Welt über mich und macht mich kleiner. Ähm, oder ob man vielleicht auch merkt, ich erhöhe mich dann hier und da vor anderen, weil ich bin schon weiter auf meinem mhm. Weg. Ja? Das hängt ja auch irgendwo wieder in einer Ursache gebunden, die aufgelöst werden will. Vielleicht wurde man als Kind immer unterdrückt, vielleicht haben die älteren Geschwister immer gesagt, ach du kleine, kannst noch nicht mit kannst noch nicht dabei sein es sind manchmal wirklich so profane dinge die die das immer machen dann mhm. in einem ja und wenn, wenn man da diese balance findet und wirklich auf augenhöhe funken kann dann öffnet man sich auch noch mal anders mhm. ja ja so schön <laughs> ja und es gibt so so viele schöne erfahrungen mit der geistigen welt und doch für mich sind wirklich die schönsten die alltagserfahrungen mhm. also ich habe ich habe hab so viele auch gigantisch tolle meditationen oder so gemacht ja wo ich durch den ganzen kosmos gekommen bin und tief in die erde und unter wasser war und in der vergangenheit und in der zukunft und überall ja also wunderschöne informationen und dinge aber am meisten berühren mich eigentlich immer oder am dauerhaftesten auch berühren mich die die Alltagsdinge. Mhm. Da gerade so wie wir jetzt im Gespräch, weißt du, ich denke gerade an was und dann läuft auf einmal jemand rein und sagt genau den Satz, mhm. den ich jetzt gebraucht habe, mhm. wozu ich gerade innerlich die Frage gestellt habe, oder. Ich denke an jemanden und, und wir sind sofort verbunden. Wir rufen uns dann an oder können mhm. telepathisch miteinander verbunden sein. Es ist einfach, es ist so vieles, was wir hier in unserem Menschsein eben wirklich erleben können, in mhm. diesem Körper auch. Das mhm. ist ja das Besondere, dass wir als geistige Wesen, die wir sind, in den Körper inkarniert haben. Und ich sehe es so, dass wir jetzt auch nicht dazu aufgerufen sind, die ganze Zeit irgendwo da oben. Rumzuschwirren ja. und immer noch höher und noch weiter. Da sind wir sowieso, wir sind ja multidimensionale Wesen. Teile von uns sind sowieso immer in allen Dimensionen unterwegs. Aber ich habe doch jetzt diese Inkarnation in diesem Körper gewählt, weil ich hier ganz einzigartige Erfahrungen machen kann. Genau als die, als die ich auch gekommen bin. Mit diesem Namen, mit diesem Aussehen, mit dieser Haarfarbe, in diesem Umfeld, mit dieser Muttersprache und so weiter, das habe ich mir ja alles ausgesucht. Und warum soll ich denn jetzt dauernd da raus switchen und da oben? <laughs> nein, nein, für mich ist mhm. es wirklich die Erfahrung in diesem Körper, aber erweitert. Mhm. Stichwort grießbrei oder ganzes. <laughs> ja, ja, und weißt du, es ist das, äh, ich erlebe das auch, was du sagst, dieses wenn der Geist in der Materie geboren ist, die Verbindung ja. dieser beiden Räume und wirklich in der Materie zu erfahren, was man geistig innerlich gesehen hat oder, oder als Information hat, ja und diese Verbindung und das ist, wo ich selber manchmal da stehe und denke so echt jetzt wirklich, oh wow, wow. <laughs> das ist ja abgefahren, ja, weil immer noch ein Teil da ist, der das nicht fassen kann, diese und wir Menschen bezeichnen es ja als Wunder, ja. Also es ist ein Wunder geschehen, ne? Wo ich immer denke, naja, dieses Wunder, was wir als Wunder bezeichnen, hey, das ist Normalität. Das ist, das ist eigentlich unsere Natur, ja. Unsere Natur ist, das zusammenzubringen und hier zu leben und ja. in den Ausdruck zu bringen. Und wir bezeichnen es noch als Wunder, weil unser Verstand das noch gar nicht als Realität abgespeichert hat. Und wenn Sehr es dann vor unseren mich. Augen passiert, ja, dann ist das so, wow, <laughs> was ist hier passiert? Ne? Also, ja. ähm, da dürfen wir uns auch immer wieder erinnern, dass Wunder sind Normalität. Eigentlich ist das unsere Natur. Ja, diesen Geist wirklich in die Materie bringen. Ja. Und ja das und für, Menschen, für manche Menschen ist gar nichts ein Wunder. Da müsste schon jemand übers Wasser laufen. Und für andere ist alles ein Wunder. <laughs> ja. Vielleicht können wir einfach mit diesem Wort auch ein bisschen entspannter umgehen und einfach ja. sagen, ich, ich wundere mich manchmal, weil <laughs> alles so möglich ist. Ja. ja. <laughs> Was mhm, sich materialisiert. Es ja, es ist alles möglich und mhm. gerade in der heutigen Zeit. Es geht immer schneller. Es mhm. geht immer schneller. Also ich bin schon so lange unterwegs in diesen in diesen Welten. Ich kann den Unterschied ganz klar wahrnehmen. Nicht nur für mich selbst, sondern mhm. auch wirklich kollektiv, ähm, wie viel schneller die Manifestationen auch eintreten jetzt mhm. heute. Es gab früher viel mehr Verzögerung. Da hast mhm. du wirklich gewartet mhm. und musstest auch noch mal so deinen eigenen inneren Glauben überprüfen, mhm. dich noch mal neu aufstellen, mhm. noch mal sagen ja. Und jetzt, jetzt, jetzt ist es einfach direkt da. Mhm. Ja, und manchmal manchmal schon so. Äh, sprich jetzt gerade bitte nicht drüber, denk, dass gar nicht zu Ende ist, sonst ist es vielleicht gleich. Ich <laughs> weiß, ob du schon bereit dafür bist. Ähm, das, stimmt. das ist schon. Das ist schon genial und mhm. das zeigt, wie sehr wir Menschen mit dieser Schöpferkraft ausgestattet sind und was wir alle gemeinsam in dieser Welt rocken könnten, mhm. wenn wir uns alle wirklich auf, auf Liebe, auf, auf eine schöne Welt ausrichten würden, auf Frieden ausrichten würden. Mhm. So wäre das ja. verändert. Mhm. Ja, ich habe in einem Interview von dir, habe ich... Ähm, gehört, das war mit Götz auch, da hast du gesagt, die Ausrichtung im eigenen Herzen, den Herzraum öffnen, um den mhm. eigenen Kompass aufzumachen. Ja, das fand ich sehr, sehr auf dem Punkt, jetzt in dieser Zeit, wo so viel Verwirrung ist, so viel Information rumdüsen, ja, man gar nicht mehr weiß, was, wer hat diese Information ins Feld gegeben, da kommt die andere Information, ja, also dieser Wust an, an Energiefeldern und ja, das fand ich sehr schön, diese Essenz im eigenen Herzen den Raum zu öffnen, den eigenen Kompass anzuklicken, um, ja, um, um sich durchzunavigieren, um in seinem eigenen authentischen Feld zu bleiben und dann ja auch die Schöpferkraft zu aktivieren, mehr und mehr und mehr und mehr. Und, mehr. Ja, dies, und das ist, was du gerade sagtest, äh, wir können gemeinsam wirklich etwas verändern, ja, die, im Herzen jeder für sich auf Augenhöhe mit seinen eigenen Potenzialen, Hand in Hand da so ähm, ja, in einer neuen Gemeinschaft ein neues Massenbewusstsein erschaffen. Ja. Oh, so schön gesagt, ja. <laughs> so ist das, ja. Und wir, wir entscheiden, worauf wir uns ausrichten. Ja. Und natürlich werden wir auch in manchen Zeiten eingeladen über bestimmte Qualitäten ähm, uns zu entscheiden, also konkret zu sein, das Schwert aus der Scheide mhm. ziehen. Jetzt bin mhm. ich da, ja. Ähm, das ist kein Urteilen. Sondern das ist ein Entscheiden, ein Unterscheiden können, was ist lebensfreundlich, lebensfeindlich, für was entscheide ich mich. Mhm. Und natürlich gab es eine Zeit, wo wir einfach auch entscheiden mussten, nehme ich bestimmte medizinische Angebote an oder nicht, was halte ich hier für wahr und so weiter. Das ist wichtig, dass wir das auch lernen. Dass wir dann lernen, unserer inneren Wahrheit zu folgen, egal wie viele Informationen von außen auf uns einprasseln. Das meinte ich damals auch. Mhm. Mit diesem Herzkompass in mhm. uns spüren wir die Wahrheit, weil die Wahrheit hat ihre Frequenz. Mhm. Ja? Und die fühlt sich immer anders an. Die schwingt höher, die schwingt leichter. Da, da geht's auf. Das willst mhm. du tun, auch wenn der Kopf voll ist mit Informationen, warum du es nicht tun solltest. Mhm. Das zählt dann nicht, wenn du wirklich nach dem Herzkompass gehst. Aber es gibt auch Zeiten, und so nehme ich das jetzt gerade wahr, auch kollektiv, wo es gar nicht mehr so sehr ums Unterscheiden geht, sondern wirklich ähm, um ein ganz bewusstes Wählen gar nicht anhand der mir vorgesetzten Angebote, sondern anhand meines, meiner inneren Weisheit. Mhm. Anhand von dem, was ich möchte, auch wenn das noch gar nicht auf der Speisekarte steht. Mhm. Ja, und vielleicht mhm. darf sich jeder einfach mal den Raum nehmen, zu sagen, wie stelle ich mir eigentlich mein Leben vor? Mhm. Und es ist nicht klein, wenn man sich nur <laughs> sein Leben vorstellt. Wenn sich jeder sein Leben vorstellt, in Glück, in Liebe, befreit von irgendwelchen Ängsten, Programmen und so weiter. Dann erschaffen wir ein neues kollektives Feld, weil so können wir letztlich nur leben, wenn wenn das weitergeht. Mhm. Hm, so schön, Sandra. Ja, inspirierend. Ach, sehr. Wir hier. Ja. Sehr. Wirklich. Und schön. Das zuwerfen. <laughs> ja. Ja. Hm. Möchtest du noch ähm, den Zuschauern noch Hast du noch so eine Essenz, eine Botschaft, die du noch mitteilen möchtest, mitgeben möchtest? Oder ist es für dich rund? Es ist ja so, wie es dir kommt. Es, ja, es ist für mich total rund. Man könnte da ewig sprechen mhm. über, über diese Erfahrungen und diese Möglichkeiten der geistigen Welt. Und jeder ist woanders. Also so ein Schlussplädoyer. Ähm, passt nicht immer für alle, aber das Wichtigste ist, dass wir, dass wir einfach verstehen, alles ist in uns. Mhm. Die geistige Welt ist in uns. Wir sind geistige Wesen. Mhm. Und wenn wir uns in uns auch für unsere eigene Energetik ähm, wieder öffnen, dann öffnet sich automatisch auch diese Wahrnehmung der geistigen Welt wieder mehr. Mhm. Ja. Ich danke schön. dir von Herzen. Ich danke dir, Sandra, wirklich von Herzen. Für die Öffnung dieses Raums. Es ist so leicht fließend und so eröffnend. Und ich glaube, da sind jetzt ganz, ganz viele Inspirationen für die Zuschauer mit dabei, wo jeder seins, was er für sich da als dienlich empfindet, rausnehmen kann. Also wirklich von Herzen ja. danke für die Eröffnung des Raumes. <laughs> vielen, vielen Dank, Sandra. Danke. Und bis hoffentlich ganz bald. <laughs> Aktuell sind wir alle in einem intensiven Prozess des Wandels. Wir sind aufgefordert, ein neues Bewusstsein zu entwickeln und uns gegenseitig zu unterstützen. Begib dich mit Musafir und ihren Gefährten auf die Reise in ein spannendes Abenteuer. Eine wundervolle inspirierende Geschichte, voller herzberührender Inspiration in Form von Videos und einem Workshop warten auf dich. Ich bin Christiane Hansmann, die Autorin des Buches Mosa 4, das jetzt überall erhältlich ist.